Hallo und herzlich willkommen Leute, und zwar zu einer weiteren Folge von Battlefield. Wir spielen heute mit dem Medic, und zwar mit der PKM, und starten wieder mal auf Omen. Ich spiele generell immer auf Omen, weil ich die Map sehr geil finde, ist halt meine Lieblingsmap. Und beim Medic habe ich die PKM ausgerüstet mit Viper Max, Thunderbolt Shaft und... Ich weiß nicht mal, was für ein Lauf das war, aber auf jeden Fall ein guter. Ich dachte mir die PKM, weil ich mit der PKM echt lang nicht gespielt habe, weil das ist ja auch mal so eine underused Weapon, die nicht mal so oft benutzt wird. Die eigentlich auch recht gut abgehen kann, wenn man sie gut benutzt und richtig. Da haben wir schon mal den ersten weggesnackt und versuchen mal zu C durchzubrechen. Los, 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 los. So, Flairling, ja, Flair. Leg sie hin. So, und jetzt campen. Und zwar könnten die Sounds am Anfang bestimmt vielleicht doppelt kommen, weil ich habe leider mein Headset habe ich geschrottet. Na, mit geschrottet meine ich jetzt, es funktioniert halt nicht mehr. Und zwar die Lautsprecher halt nicht so laute, sondern so ganz normale Lautsprecher halt vom Headset, die gehen halt nicht mehr. Nur noch das Mikro, und ich musste jetzt halt die lauten Lautsprecher anschließen, also die auch so richtig laut sind. Ich weiß nicht, wie man das sagt, na egal. Ja, halt Lautsprecher. Habe ich halt angeschlossen, und wenn ich die Lautsprecher jetzt auch anmachen würde, dann würde das doppelt klingen und das würde doof sein. Also muss ich hier ohne Ingame-Sound, dass ich das selber höre, spielen. Deswegen könnte ich an manchen Stellen vielleicht nicht sehen, von wo die Schüsse kommen, oder hören, meine ich. Der Nobel A einnehmen, ich verstehe gar nicht. Das ist das... Oh Mann, ey, Level 6. Fuck. Die Leute hassen, die neu ins Spiel kommen, das hasse ich. So Level 6 und so bis Level 10 hasse ich alle Leute. Die mag die halt irgendwie nicht, keine Ahnung machen. Also wenn die so einen killen, das ist dann so halt, du wirst so sinnlos gekillt, und der Typ ist gerade mal neu im Spiel und kennt das Spiel bestimmt seit 5 Minuten. Ist halt, regt halt schon so ein bisschen auf. Ah, naja. Also ich muss sagen, mit der PKM kann man wirklich so auf so mittlere Distanz. Voll Auto. Ist halt ziemlich gut hier drin. Wie viele wissen, ist ja die Patchneck der Nachfolger sozusagen von der PKM. Und ich muss sagen, mit der Patchneck, manche sagen, damit kann man gar nicht auf Range. Ich muss sagen, mit der Patchneck of Range ist sowas von gut. Ich glaube, das ist ein Sniper. Weggesnackt. So, mit der Patchneck geht es auf die Range auch eigentlich ziemlich gut, weil die hat zwar einen kleinen Rückstoß, aber die fängt sich danach wieder in ihre Anfangsposition. Und also auf jeden Fall mit dem Thunderbolt Shaft. Ich weiß ja nicht, wie es bei den anderen aussieht. Ja, ist eine echt gute Nahkampf und auch Fernkampfwaffe, muss ich sagen. Hat man echt eigentlich eine geile Waffe, die man da bekommt. Es gab ja auch dieses Pack schon wieder, was ich auch ziemlich doof finde, dass es gemacht wurde, aber naja, hab's mir selber auch gekauft. Aber mit der Patchneck so unheimlich viel spiele ich auch nicht. Und ich bin tot. Fuck you, what the fuck. Lol. So, wir werden wieder bei A gespawnt. Ja, die Medic Action fällt ja ein bisschen hier aus bei dem Gameplay, weil
Es ist immer ein bisschen schwierig, wenn man spielt und dazu ein passendes Thema oder etwas Sinnvolles zu sagen, ist ein bisschen schwierig. Weiterlaufen. Und es könnte sein, dass meine Mikroqualität auch ziemlich schlecht ist, denn mein super tolles Mikro, was ich ja bestellt habe, wurde wahrscheinlich vom Verschicker oder Versender in ein anderes Land versendet, und deswegen muss ich jetzt doppelt so lange warten, bis mein Headset ankommt, weil es muss ja vom Land wieder zurück, und danach muss der das ja wieder abschicken, und das dauert jetzt halt so gefühlte 1000 Jahre, bis ich mein Headset bekomme. Und bis dahin muss ich halt mit Audacity dieses Rauschen entfernen, was hier ziemlich scheiße ist bei diesem Headset. Und bis dahin muss es halt ja Videos geben, und deswegen musste ich jetzt halt dieses beschissene Headset nehmen. Ich glaube schon so 3-4 Wochen her, bis dass ich das eine Headset bestellt habe. Und ich weiß, dass ich nie wieder was von eBay bestellen werde, denn vergessen. eBay ist Bullshit. Das ist geil. Komm schon, Pedin. Belebt mich doch bitte. Oh Mann. Das ist Level 11, Alter. Der hat die geile Waffe. Von wo kam... Oh Mann, ist das ein Bastard, Alter. Bestkiller, du bist ein... Ja. Immer schön spotten, weiterlaufen. Die haben eine Flat zerstört, diese Wichser. Auf jeden Fall geht die PKM auf Distanz, ist sie halt nicht so krass gut, aber so auf Nahkampf geht die eigentlich recht gut ab. Muss ich sagen, mit Viper Max geht es einigermaßen. Leck mich doch. Warum bin ich in dieser Runde so schlecht? Also bei mir ist es so, immer wenn ich nicht aufnehme, habe ich so richtig krass gute Runden. Zum Beispiel mit dem Sturmsoldaten, da hatte ich letztens einen 30-8 oder keine Ahnung. Fand ich halt, ist zwar nicht so eine richtige Glanz-KD, aber ist halt in Ordnung. Gute KD. Und das habe ich nicht aufgenommen, weil keine Ahnung, das ist halt, wenn man so gute Runden spielt, dann nimmt man das halt nicht auf, und wenn man aufnimmt, mit die Absicht hat aufzunehmen, ist man so richtig schlecht. Das ist immer so, und das ist, ich weiß nicht warum das so ist, das ist halt ziemlich doof, wie es ist. Und unsere KD ist sowieso verkackt. Ich glaube, ich hänge noch mal eine Runde dran, und zwar mit einer anderen Medic-Waffe. Vielleicht ist die QBB, weil ich die QBB so richtig geil finde. Die hat kaum Recoil. Alter. Also, was ich manchen Servern richtig scheiße finde, ist, dass man direkt als Hacker beleidigt bezeichnet wird, weil man richtig gutes Tap-Firing kann. Also, das verstehe ich nie. Ist, wenn man nur Tap-Firing kann, und zwar so richtig krass gutes Tap-Firing, dann wird man halt direkt als Hacker beleidigt, weil man halt, keiner weiß, dass man halt so schnell klicken kann. Das ist halt ziemlich doof, weil man ist kein Hacker, man wird als Hacker beleidigt, und manche werden ja auch direkt reported wegen der Scheiße. Steht keine Muni mehr. Ja,
zum Glück sind wir jetzt wieder positiv. Ich glaube, weil ich das gesagt habe, wird das nicht lange so bleiben, wie ich es... Oh Mann, ey. Oh, geil. Oh, geil. Danke. Ja, wie ihr seht, der Patchneck auf Range ist halt nicht das Beste, aber mit so ein bisschen Tapfiring klappt das eigentlich manchmal. Wenn die Waffe nicht so richtig krass verziehen würde. So richtig schnelles Tapfiring klappt bei der leider nicht. Man muss halt immer so ein bisschen warten, bis man wieder auf dem Gegner drauf ist. Aber so auf mittlere Distanzen kann man Full Auto gehen, finde ich. Weil da kommen halt alle Kugeln an. Ja. Versuchen wir mal zu C zu gelangen. Oh nein, 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 oh nein. Alter. Oh mein Gott. Den schnapp ich mir. Also bei manchen Waffen ist es halt so, dass wenn man schießt, dann als ob die Kugeln den Gegner umrunden und ihn gar nicht treffen. Das ist bei manchen Waffen wirklich so. Und den da oben habe ich gar nicht gesehen. Was zum Fick. Oh, Alter, wie habe ich dem Hattie verpasst? Lol. Na egal, 17, 13, also 20 Kills sind bei mir immer Standard eigentlich. Muss ich jetzt schaffen. Oh, lol. Oh Mann. Den habe ich gar nicht gesehen. Also manchmal sieht man manche Leute überhaupt nicht. Das ist scheiße. Kommt dann halt einfach so um die Ecke und bam, your face. Tot. Ist der Typ wieder? Ich dachte gerade. Ich habe meine Flare, die kann ich gleich einsetzen. Diese Stelle mag ich eigentlich ganz besonders bei dieser Map, denn hier kann man recht gut attackieren. Und zwar von allen Seiten, wollte ich gerade sagen. Nee, also hier kommen die Dummen mal hier hoch und die Schlauen ballern die dann von hier oben ab. Und den muss ich reviven, weil damit. Oh shit. Oh fuck. Oh Alter, hat der lange gebraucht. Was ich übrigens zu der G3R4 sagen muss, die G3R4 ist eigentlich auch eine richtig gute Waffe. Also wenn es um Nahkampf geht oder sonst, ist sie eigentlich auch ziemlich gut. Wow. Alter, den vergesse ich immer zu reviven und ich sehe das auch nie. Also ich muss sagen, dieser Devil, der ist ziemlich gut. Das ist mit der KD 31-12, na geht. Ist in Ordnung. Das ist eine knappe 2er KD. Ein 3er KD meine ich. 3er. Wow. Na, war eigentlich eine. So, am Anfang der Runde dachte ich, es geht gar nichts mehr, aber danach hat sich ein bisschen aufgebessert. Ich glaube, mit der PKM braucht man halt ein bisschen Übung. Und ja, ansonsten würde ich vielleicht nächste Runde wieder mit dem Medic spielen, und zwar mit der, wie ist die Scheiße? QBB, genau. Mit der QBB, und zwar wieder auf Omen. Auf demselben Server. Ich muss sagen, ich mag den Server sehr, weil hier wird man nicht direkt als Hacker beleidigt oder so. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.